Moin moin meine lieben Gamerinnen und Gamer, herzlich willkommen bei Skyforger, ich bin der Sven und wir werden heute hoffentlich unsere gute Fee wieder retten, damit wir endlich unseren Klassenwechsel machen können, für den wir das letzte Mal extra noch einen kleinen Schnitt reingebracht haben und ihn dann trotzdem nicht ausführen konnten. Ich halte meinen Ärger so ein bisschen zurück, aber es hat mich schon geärgert. Wirklich jetzt? Keine Reaktion an die Fee, nicht dabei. Wirklich? Klar. Jetzt gehen sie noch mehr Level auf. Nicht doch. Reiben sie die Wut in die Wüste. Oh Gott, der war... Auf der einen Seite finde ich es natürlich etwas schade. Ah, okay, alles klar. Der musste natürlich wieder sein. Ich finde es etwas schade, dass sie die Gegner so massiv natürlich die ganze Zeit wieder benutzen. Andererseits ist dieses, hey, es gibt die Gegner einfach nur in 5 verschiedenen Farben und jeder ist eine stärkere Version, natürlich auch ein typisches Element von Secret of Mana oder von der Mana-Reihe allgemein, könnte man sagen. Vielleicht mag es der ein oder andere Faulheit nennen, gehe aber davon aus, dass viel davon damit zu tun hatte, dass natürlich der Super Nintendo auch begrenzt Speicherplatz hatte und es sich da natürlich sehr viel einfacher machen lässt, wenn man sagt, hey, wir bauen die ganzen Gegner und alles einfach in verschiedenen Farben ein und geben ihnen neue Werte. Aber müssen die ganzen Grafiken nicht nochmal neu reinprogrammieren, neu schreiben. Was damals natürlich die meisten Speicher gefressen hat. Wenn man bedenkt, dass so Super Nintendo Module damals, ja, ich glaube, bis zu 5 MB fassen konnten. Irgendwie so war es, glaube ich. Vielleicht ein bisschen mehr, ich weiß es gar nicht. War das schon eine starke Leistung, was sie da reingestopft haben. Ja, schauen wir doch mal, ob wir uns da wieder klein machen können. Ah, hier war die Barriere zum Aufheben. Okay. Ich dachte, das war derselbe Gargoyle wie das letzte Mal, wo wir da auf einmal rumrennen konnten. Aber eigentlich haben wir dafür ja den Schrumpfhammer. Ach, ich bin verwirrt. Können wir uns an den vorbeischleichen? Haha. Ja. Okay. Fangen wir mal einfach auf der Seite an. Schaffen uns erstmal die lästigen Magusse vom Hals. Ui, den will ich nicht abbekommen. Ja.
komm, vorsichtshalber. Zumindest ein. Freundlich übersetzt. ないものと思え。これがマナの剣。なんだ。おお。待って。やまみろ。お前みたいな弱な心の持ち主は剣の方が嫌だとさ。 剣は使い手の心を映す鏡。善にも悪にも染まる。強大な竜帝様の闇のお力によって、マナの剣も暗黒剣として生まれ変わる。やったぞ。これでマナの剣は竜帝様のもの。そんなバカな。 もうここには用はない。マナの剣を使い、各地のマナストーンから真珠を解放するのだ。何をするんだ。約束が違う。マナの剣をよこせとは言った。 お前らを助けてやるなどという約束はした覚えがない。もう許せねえ。今度こそ俺と戦え。残念だが、お前たちと遊んでいる暇はないのでね。まあよい。今ここでお前たちを殺さなくても、神獣が復活すれば遅かれ早かれみんな死ぬ。マナの剣の霊に 今しばらく生かしておいて、世界が滅んでいくのを見物させてやろう。ごめんね。私のせいでマナの剣が。フェアリー、大丈夫か。 気にするな。お前のせいじゃない。それより奴ら剣を奪って神獣を復活させる気らしいぞ。どうすりゃいいんだ。はあ、大変よ。もう始まってしまった。あなたに戻ってマナストーンの様子を見せてあげる。目を閉じて。 Also wegen dem Seitenwechsel, von dem ich damals gesprochen habe. Ich wäre immer noch bereit dazu.
Nein? Na gut, dann nicht. Moment, die Mana-Steine sind weg. Bei denen ich meine Klasse wechseln konnte. Das heißt, ich habe die Fee jetzt wieder. Und kann nicht die Klasse wechseln. Du. Wollt ihr mich verarschen? 346 Minuten später. Oh, Gott sei Dank, Markus, es geht. Wow. Bitte was? Nicht doch. Reiben Sie die Wut in die Wüste. Bin mir nicht sicher, ob es Traurigkeit ist oder ob ich gerade eine gewisse Art von Wut oder Hass entwickle. Und ich sage es nochmal, wenn kein Klassenwechsel möglich ist, dann halt ein Seitenwechsel. Da hinten ist der Stern. Na denn! Wir wissen ja, was kommt. Also, eigentlich nicht, aber... Der ist groß. Der kam mir gerade nicht so groß vor. Uiuiui, der haut rein. Oh. Wie wär's, wenn du nicht da stehen? Okay.
Really? Oh, komm schon. Fall um! Doppel-Rafiki. Josephine. Was? Ich bin nicht Nicolo. Mein Name ist Josephine. Nicolo und ich, wir hatten mal was miteinander. Aber Nicolo hat sich schon immer den edlen Dieben anschließen wollen. Ist vor einiger Zeit nach Neval gegangen. Es fehlt Miar. Da ihr schon mal hier seid, kann ich euch etwas mehr aus meinem Sortiment anbieten. Das kommt ganz drauf an. Oh, warte, die Dinger kosten 6. Ach, okay. Zum nächsten Speicherpunkt kommen wir sowieso. Ach gut, dass es neu angezeigt wird, wo wir hin müssen. Ach, wir landen wir jetzt direkt immer vor dem? Die kleinen Raffzähne sind wohl auch immer dabei. Naja, nicht, dass ich was dagegen hätte. So. Ein Flammengegner, ja. Würde mich zumindest wundern, wenn jetzt was anderes kommen würde. Der sieht jetzt schon unangenehm aus.
das Gefühl, ich möchte diese Dinge hier kaputt machen. Uiuiui. Ja, möchte ich. Eindeutig. Oh, das freut dich doch bestimmt, wenn wir alles kaputt machen von dir. Du hältst schon wieder viel zu viel aus, mein Junge. Keine mehr übrig? Okay. Ach nee, jetzt sind die wieder da. Oh, komm schon. Ach, er war verschwendet. Na. No. Ah, okay, verstehe. Oh, das schaffe ich nicht. Ja.
Schon wieder. Sie kriegt keinen Schaden. Ah, okay. Geht doch. Ist der anstrengend. Oh, nee. Diese verdammte Damage-Check. Also jetzt wird's langsam echt wild hier. Och nee. Ach, komm schon, das Ende ist in Sicht. Nein! Nein! Jetzt haut er noch ab. Och. Och, ich wusste, dass es jetzt nochmal kommt. Oh.
Na, schaffe ich nicht. Oder? Doch. Ah. Wow. Das war mal heftig jetzt hier. Markus, wir haben es geschafft. Wow, das war mehr als nur ein bisschen schwierig. Ausnahmsweise mal so eine richtige Herausforderung und ich glaube, ich muss fast Bonbons kaufen. Wow, aber damit haben wir zwei Benevodoner, ich glaube, so hießen sie, besiegt. Ich speichere das Ganze kurz, nicht dass das verloren geht. Und damit habe ich mir heute beinahe sowieso schon fast überzogen. Es tut mir sehr leid, Markus. Aber der musste ja noch sein. Und dass der Kampf natürlich so hart war, hätte ich nicht gedacht. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Sven kriegt aufs Maul. Bis bald. Ciao, ciao.